grüßt euch. Wir sind auf dem Weg nach Mecklenburg zum kleinen Örtchen Fleet, um dort an der Fleeter Mühle unser Zelt aufzuschlagen. Und dann geht es morgen früh weiter. Da werden wir die Boote aufbauen und eine viertägige Rundtour über die Havel und die dortigen Seen unternehmen.5:42 Uhr. Nach 11, die Boote sind beladen. Sieht aus wie für eine dreimonatige Polarexpedition. Ich hoffe, wir gehen nicht unter. Heute geht es nach Wustrow, knappe 14 Kilometer. Und ja, schauen wir mal, wie es läuft. So, die ersten 500 Meter sind geschafft. Jetzt sind wir auf dem Retzsee. Auf dem Retzsee können wir ja schwimmen. Ja. Und später ins Wasser hüpfen, ne? Eine Pause machen. Ja. Da vorne nach der Landzunge, da müsste der Retzsee dann gleich irgendwann zu Ende sein. Dann sind wir hier, dann wiegen wir hier ab ins Drosedower Beck über den Gobenowsee. Dann geht es später noch über den Klenzsee und hier am Kanuhof Wustrow, da schlagen wir dann das Nachtlager auf. Genau, aber erstmal gucken wir gleich hier irgendwo, dass wir eine Pause machen zum Mittagessen. Aber den Retzsee, den wollen wir noch bezwingen. Und da ist der Schuh gleich weg. Max, lass den Schuh hier. Das ist kein Bötchen. Ja. So, lass den Schuh bitte drin. Wenn er weg ist, ist sehr ärgerlich. Hast du den Fischreiher gesehen? Guck mal nach vorne. Warte, bremsen. Ja, die schwimmt doch mit uns. Kameraden hier. Ja. Na, kommst du mit? Wir machen jetzt gleich Pause und später geht's nach Wustrow. Oh ne, hat andere Pläne. Na dann, schönen Tag noch. Tschüss. Ist 5 Meter breit und 3,10 Meter hoch. So, Pause. Hat mir zwei genommen.
dass wir die Regenjacke haben. Ich wünschte, es gibt keinen Regen mehr. Aber es hätte gar nicht regnen dürfen. Wir haben ja extra noch eine Regenjacke für dich gekauft. Normalerweise regnet es dann nicht. Dann habe ich noch meine Sonnenbrille vergessen. Dann müsste eigentlich die ganze Zeit die Sonne scheinen. Irgendwas läuft hier falsch. So. Aber sowas von elegant. Hopp. Grazil wie eine Gazelle. Der Gurkensalat und Frikadellen gab's zur Stärkung. Dann kam das Gewitter, was jetzt weg ist, und die letzten Regentropfen hindern uns nicht an der Weiterfahrt, oder Mascha? Genau. Weiter geht's in Richtung Wustrow. Da ist ein Autorennen da vorne. Also. Automobil. Sehr hübsch. Kanuhof Wustrow, 500 Meter. Damit haben wir den, wie heißt er? Den Klenzsee auch geschafft. Das ist wie so eine Amazonas-Expedition hier. So, da vorne, meine Freunde, ist der Kanuhof Wustrow unser Tagesziel. No. Mami, kann ich mit dir schlafen? Jetzt? Ich steh auf. Geh auf. Guten Morgen. Paddeltag 2. Die Boote sind gepackt. Jetzt geht es gleich die Umtragung zum Plätlinsee. Die gilt es zu meistern, aber ich glaube, das sind nur irgendwie 200 Meter. Und dann schauen wir mal, ob der Platz, den wir uns für heute ausgeguckt haben, am Ende frei ist oder ob wir doch auf den Campingplatz gehen. Die da kommen, die wollen hier auch einsteigen. So. Dann suchen wir uns gleich nochmal einen Badestrand. Schönen Tag. Okay. Wir suchen jetzt den Ausgang zur Schwanenhavel. Mal schauen, da sind zwei Boote. Ich hoffe, die sind da am Ausgang. Aber erkennen kann man das nicht wirklich. Mal schon hinfahren und gucken. Oh mein Gott! Oh, los, los! Ja. Das ist total klein. Für meinen neuen Freund. Thank you.
Das riecht aber wirklich nach Natur. Ja. Pass auf! Na gut, sind wir nicht so weit gekommen. Ah. Dann laufen wir noch ein bisschen. Auf der Schwanenhavel. Havel, ich sag immer Havel, aber ich glaube, der heißt Havel. Wow. Oh. Weiß ich nicht, ich sehe nicht, wie der Stamm da unten liegt. Ich würde links vielleicht versuchen. Ja, hier kommen sie nämlich nicht weiter. Kriegt man den ab? Ne, kriegt man auch nicht. Da kommen wir nicht drüber. Wo ist die beste Durchfahrt? Ja, ich glaube hier links tatsächlich. Okay, dann werden wir euch dann nachfolgen. Nichts machen, Heidi. Doch, wir sind jetzt warte doch mal. Dann fahren wir da auf. Zack, zack, ab. Ich bin zu groß. Ja. Oh je, dann macht das gleich Dong und dann fährst du alleine weiter, weil ich hinten ins Wasser plumps. Nein? Puh. Puh. Ich lebe noch. Ja, nach der ruhigen Schwanenhafe gibt es dann hier lautes Motorengedröhne. Das ist mein Kontrastprogramm. Der Finosee hier, oder? Das ist noch der Drevensee. Wahrscheinlich ist das der Drevensee und der Finosee fängt da an, genau. Das heißt, wir müssen jetzt rechts und machen da Pause beim Fischer.
Bing, bong, bing, bong, bing, bong. Spielst du Schiff? Ja, bing, bong, bing, bong. Tag 3 der Tour. Ja, das erste Mal in der freien Wildbahn gezeltet. Hat alles wunderbar geklappt. Keiner hat uns verjagt. Und dann geht's weiter bis nach Kano heute. Kanohof. Kano. Nee, Campingplatz. Kano. Oh, heute haben wir 2 Schleusen, glaube ich, auf dem Weg. Das wird doch auch spannend. Sind wir auf dem Weg zur Schleuse Strasen. Das müsste jetzt hier der Schleusenkanal sein, wo wir uns, glaube ich, links halten müssen. Also auf der Lahn bin ich schon mal gepaddelt vor Urzeiten. Da gibt es natürlich eine Menge Schleusen zu bewältigen, aber das sind ja alles so Selbstbedienungsschleusen. Und dann war ich noch mal auf der Ruhr mit einem Escargot. Das ist so ein Kanalboot, was quasi mit durch Strampeln, Treten angetrieben wird. Wenn man so will, ein Tretkanalboot. Da sind wir auch mal die Ruhr hochgefahren und wieder runter. 3 Tage. Da musste man bei der Schleuse anrufen. Das habe ich vorhin hier probiert. Aber der Schleusenwärter oder die Schleusenwärterin ist nicht rangegangen. Insofern gucken wir mal, was uns hier gleich erwartet. Wir wollen in die Schleuse rein. In die Schleuse rein. Und da kommen schon Wellen. Thank you.
In welchem See sind wir jetzt? Das ist eine gute Frage. Wir sind jetzt, heute Morgen sind wir hier aus dem Ellbogensee raus. Dann haben wir die Schleuse Straßen genommen. Dann waren wir auf dem großen Pelitzsee. Dann sind wir an den kleinen Pelitzsee gefahren. Jetzt sind wir hier in der Verbindung zwischen kleinem Pelitzsee und Kanoer See. Und da kommt dann die Kanoer Schleuse. Und wie viel? Nur noch 2,5 Kilometer. Da kommt noch die Kanoer Schleuse und danach auf der linken Seite am Labussee ist unser Campingplatz. Noch ein bisschen Gegenwind zum Abschluss. Und tada! Geschafft. Hallo. Etappe 3. Wir nähern uns der Schleuse, wie heißt sie denn überhaupt? Diemitz. Der Schleuse Diemitz. Da ist gleich der Schleusenkanal, von da haben wir nur noch 2 Kilometer. Genau, die Schleuse ist vor unseren Augen. Und dann ein. Dann haben wir nur noch 2 Kilometer und dann ist die Tour beendet. Ja, und dann kommt die 1 und dann die 0. Mhm. Genau. Was wollt ihr von uns? Wir haben nichts. Wir wurden schon ausgeraubt von 2 gefräßigen Kindern. Die haben alle Schokocroissants aufgegessen. Ey!
Nee, waren wir noch nicht. Nee, das ist nicht die Brücke, wo wir die Pause gemacht haben. Das war anders. Angekommen! Yeah. So, 4 Tage, wir haben es geschafft!